Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Die Sache mit dem Taschentuch, habe jetzt gar keins. Jetzt Taschentuchpackung. Wenn es halt so Seher gibt und die Einfluss nehmen auf Zukunft oder eben die Zukunft vorhersagen, dann versuchen die filmisch darzustellen, dass das so ein multifacettenartige Ereignisse sind, in denen man dann irgendwo den Pfad anwerfen kann oder ihn gehen. Ja, und dann sofort alle anderen Ereignisse sich verändern. Also Multikausalität. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das in dem Wüstenplaneten-Film gemacht haben, aber soweit ich das noch erinnere, gab es in dem Roman so eine Szene, wo dieses Spice, also der Pilot, der dieses Spice nimmt, und da gab es, soweit ich weiß, auch Piloten oder nur ganz wenige, die kein Spice brauchten, die quasi den Weg durch Raumzeit und diesen Spezialraum in einem bestimmten Bewusstseinszustand multikomplex gefunden haben. Also in diesem Taschentuchbeispiel geht es eben eher um diese gleichzeitig auftretenden, ungeheuer komplexen Ereignisse, die das ermöglichen mussten, dass es dieses Taschentuch oder was auch immer gab oder gibt. Ja. Nicht lineare Entwicklungsstufen, sondern das wirklich eben deswegen, das gesamte Universum entstehen musste, tausende von Einzelereignissen, die dann eben zu diesem Taschentuch geführt haben. Also komplexes Wahrnehmen im Moment. Das ist das Wichtigste dabei. Und das kann man eben logisch nachvollziehen. Das ist Prozessphilosophie. Ich suche hier gerade noch nach meinen Stichpunkten. Ja, Prozessphilosophie wollte ich heute sagen. Also, dass alles ein Prozess ist. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. In ständiger Veränderung, in verschiedenen Zeitgeschwindigkeiten, ist klar. Also ihr könnt euch zum Beispiel alte Kirchenfenster angucken, sauteuer früher, die eben 300, 400 Jahre alt sind. Wenn die schon die ganze Zeit in den Fenstern sind, dann könnt ihr sehen, dass sie unten dicker sind, ja, weil das Glas fließt, aber eben irrsinnig langsam, wie Honig, ganz, ganz langsam. Also, dass sich wirklich alles ständig verändert und ihr selber ein Prozess seid und das irgendwann im stillen Sitzen selber durchdringt. Wie durchdringt? Indem ihr in diesem Moment anwesend seid. Und ich sage immer inneres Wetter, und dass es eine besondere Art des Denkens gibt. Und ich wusste gar nicht, das hat auch einen Namen, multisensorische Integrität. Also dass man sich selber aus diesen vielen sensorischen Inputs ein neues Bild der Umwelt macht. Und das führt dazu, dass man zum Beispiel auch ein neue Erkenntnis, Wissenschaft, also ist alles keine Esoterik, das ist mir wichtig. Also keine merkwürdige Geheimlehre, sondern es sind wissenschaftliche Ergebnisse, dass man am Klang des Wassers, mindestens von kochendem Wasser, die Temperatur feststellen kann. Über höheren Temperaturen feststellen. Also es geht angeblich auch bei fließendem Wasser, aber bei kochendem Wasser ist es ja offensichtlich, dass man hört, wie es blubbert, und ob es schon stark oder weniger stark blubbert, dann wird einem klar, das ist kein Quatsch, sondern das kann man wirklich nachvollziehen und lernt das mit der Zeit. Und diese multisensorische Verarbeitung führt dazu, wenn ihr das schult im stillen Sitzen, dass ihr zu einer
tiefer gehenden Erkenntnis von dem, was da ist, kommt. Extrem. Ne? Also man kann das so kognitiv und blabla-mäßig angehen, aber es wird zu einem Aha-Erlebnis im stillen Sitzen, nur das kommt eben später. Das wollte ich letztes Mal deutlich machen. Ich glaube, das reicht mir für heute. Besonders, weil das eben alles solche Sachen sind, die da kann man geistig enorm von wegschwimmen. Mir geht es wie immer um das eigene Fühlen, um die Selbsterkenntnis. Jetzt sitzen wir rum und lassen über diesem Geschwafel unseren Geist mal zur Ruhe kommen. Ja, ist enorm wichtig. Zugucken, wie bei all den Ideen und Argumenten, bei geschlossenen Augen, langsam unser Freund, der Geist, sich entspannt, auch mal zur Ruhe kommt, Fokus mehr auf den Körper geht, Mensch lernt mit dem Ausatmen immer mehr zu entspannen, was dem Geist wieder zugute kommt, lernt, was die Voraussetzungen sind. Wenn der Geist jetzt noch Happy braucht, im Anschluss kommt noch was anderes, keine Angst. Aber jetzt lassen wir unseren Geist und unseren Körper langsam, langsam zur Ruhe kommen. Nicht lange, nur 2-3 Minuten. Vollständiges Atmen, langsames Ausatmen. Schon müde seid, dann nehmt euch mehr Zeit zum Einatmen, dass mehr Sauerstoff reinkommt. Aber meistens brauchen wir Entspannung. Das Leben ist anspannend genug. Eine Minute. Jetzt noch 3 langsame Atemzüge, eure eigene Geschwindigkeit, mit der Frage ohne Antwort: Wie fühle ich mich jetzt? Am Anfang ist da nichts, mit der Zeit werdet ihr merken, wofür das gut ist.
und dann ganz langsam in eurem eigenen Tempo die Augen öffnen. Fünf Minuten Meditation. Extrem kurz. Also ich kann euch das nur empfehlen. Ne? Ob ihr das macht, ist natürlich eure Sache. Morgens 20 bis 30 Minuten und abends 20 bis 30 Minuten. Die grundsätzlichen Einführungen, wir machen hier die Nicht-Einführung, die endlose, die grundsätzlichen Einführungen, auch damit ihr das nochmal validiert, was ich so von mir gebe. Ich habe zum Beispiel jetzt bei der Techniker Krankenkasse so einen Achtsamkeitskurs mir kurz angeguckt. Die sind gut. Macht die. Dann habt ihr erstmal eine Einführung und merkt, dass das, was ich von mir gebe, nicht so weit entfernt davon ist. Ne? Also, dass ich hier nur bedingt Unsinn von mir gebe. Ich versuche das so gut wie möglich zu vermitteln, was ich weiß. Wenn ihr dann so eine Praxis habt, von 20 bis 30 Minuten, morgens und abends, inklusive Reflexion, Umgang mit den Hindernissen, haben die zum Glück bei den Krankenkassen jetzt mittlerweile auch. Also der Umgang mit Hindernissen, dass das nicht immer nur alles schön ist, sondern dass man eben auch von den Hindernissen was lernen kann und daran langsam zu Gesundung kommt. Also das ist mittlerweile bei denen auch angekommen, da bin ich sehr froh drüber, dass das eben nicht so eine Wellness Meditation ist, sondern es hat was mit Lernen zu tun über sich, über das eigene Verhalten. Und dann sind wir bei dem, was ich eigentlich heute mehr so anschneiden wollte, den Tagesverlauf. Also ihr baut hoffentlich, wenn ihr das wollt, ich kann es nur empfehlen, morgens und abends so eine Sitzung ein. Das wird zu einer Routine. Wie Zähne putzen oder waschen. Soll es auch. Ja, das ist gut. So dass das fast unverrückbar in eurem Tagesverlauf seinen Platz eingenommen hat. Das zwar jedes Mal neu ist, jedes Mal ihr etwas Neues über euch erkennt und so, dass es aber im Lauf des Tages, im Lauf der Wochen, im Lauf der Jahreszeiten, im Lauf der Jahre quasi die Praxis stetig ist, aber ihr merkt, wie euer inneres Wetter, wie die Umgebungsbedingungen und die Lebensbedingungen auch sich ständig verändern, sodass ihr eben die Facetten in euch feststellen könnt. Der nächste Schritt ist, eben zu sagen, ich möchte nicht in der Sitzung was Besonderes erleben, irgendwelche besonderen Zustände. Das ergibt sich von selber, also innere Ruhe und so weiter. Aber dass eben ihr merkt, das, was ich den Tag über lebe, wirkt sich in dieser stillen Sitzung aus. Und ihr dann langsam anfangt, euch Gedanken zu machen, eine Choreografie der Aufregung oder der Verbundenheit oder des Arbeitens des Tages langsam einzubauen, dass ihr langsam den Tag angehen lasst, über die Mittagszeit zum Essen, wenn ihr dann esst, ein bisschen runterkommt, vielleicht eine kurze, also die Pause, die Mittagspause genießt, so gut es geht, entspannt. Dann nochmal Gas gebt, dann, wenn ihr zu Hause seid, auch wieder ein bisschen runterkommt, damit ihr eure Freizeit genießen könnt. Wenn ihr welche habt, hoffentlich. Hausarbeit, bla bla bla. Aber auch das
dass diese Tätigkeiten in so eine Choreografie übergehen. Ja, dass ihr nicht kurz vorm Schlafengehen extrem aufwühlendes Zeug habt. Ja. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ja, aber zumindest mal dieses anzugehen. Nur die Zeiten mal sich vorzustellen, an denen ihr die Augen geschlossen haben könnt. Also die Zeit des Schlafens, vielleicht wacht ihr mittendrin auf mal, was nicht so schlimm ist. Muss ja kein Drama von machen. Ja. Sogar Schriftsteller haben diese Zeiten benutzt, um dann produktiv zu sein, sind dann wieder schlafen gegangen. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, dass man seine 8 Stunden am Stück runterschlafen muss. Aber zumindest diese Schlafphase als geschlossene Augenphase und unsere 2 Sitzungen auch mit geschlossenen Augen und mal darauf zu achten den Tag über, ob es zu viel Sehinformationen gibt in eurem Tagesverlauf, wo ihr einfach das Bestreben mal habt, einfach mal die Augen zu schließen, gar nicht zu meditieren, sondern einfach, weil ihr merkt, es ist jetzt zu viel Input, zu viel Informationsfluss vom Sehen. Zu viel gelesen, ja. Computerkram oder was auch immer. Oder Handwerker, immer wieder gucken, wo meine Hände sind, was ich da mache. Ja. Autofahren. Einfach mal auf sowas zu achten, dass ihr eine harmonische Tageschoreografie euch angewöhnt, so wie ihr das selber erkennt bei euch. Nicht, weil ich das sage, aus Selbsterkenntnis. That's it. Das ist das, was ich heute unterbringen wollte.